Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde VCBs Infinity Evolved. Mit dabei der Streetiger 2. Einen wunderschönen guten Hallo. Und wir machen dann jetzt heute mal weiter. Wir wollen die Kugel auffüllen und wir fangen dann mit dem Projekt an. Mit welchem Projekt? Ja, mit welchem Projekt? Ja, mit der Mob-Farm. Ui. Du hast aber schon eine. Ich kann es mir gerade nicht verkneifen, ne? Ja, hab's gemerkt. Ich brauch noch Resonant Ender, da hab ich noch was übrig. Hauptraum, das habe ich jetzt schon. Toggle empty. So, Zahlen auffüllen. Gut. Also. Ich kann dann auch schon mal kurz anfangen. Dann. Obwohl das war jetzt wahrscheinlich. Ich gehe einfach zu einer G-Kugel und von da aus raus. Boah, die sieht so geil aus, die Kugel. Ja, ich hab's auch schon gesehen. Das ist wirklich cool, das Ding. Okay. Ich steck den mal kurz ab. Eins, ja oder ab. So. So. Und so. Ah, den habe ich hier verkackt. Ja. Entschuldigung. Ich habe mich gerade so erschrocken, dass ich mal kurz einen 9x9 weggebaut habe. Ja, echt jetzt? Ja, das ist aber zum Glück nur ein Streifen. Ach. So ein Brauner in der Hose, oder was? Da ist er jetzt ruhig. Ja, ich habe gerade wieder die Hoffnung, dass sie, dass alles wieder gut wird, wenn ich die Klappe halte. Du Scheißteil! Was denn? Boah. Ja, du auch. Oh, bin ja gerade gemütlich am Bauen, Creeper. Achso, okay. Kenn ich irgendwoher, ja? Ja, ich kenne das mal so. Gemütlich am Bauen, kannst du mal kurz was wegmachen? Oh, zu groß. Mhm. Gut, das werde ich aber, glaube ich, dann einen unterirdischen Eingang machen. Das ist, glaube ich, am besten. Wo die dann geschlachtet werden. Ach, verdammt. Ja, so werde ich oft genannt. Ja, echt? Mhm. So, zweites Rackframe. Hatte ich nicht eben noch einen Tag dabei gehabt? Ah, habe ich schon mal getan. Muss ich mir dann wieder merken, aber werde ich eh wieder vergessen. Da, mein Bilder-Swan, den ich mal vom Dosch bekommen habe. Juhu. Eins und zwei. Ich bin so blöd, das ist unglaublich. Wie kann man nur so blöd sein? Guck da einfach mal in den Spiegel. Ja, das wird schon helfen. Ich habe gerade eben noch 12x12 abgebaut, ne? Ja. Rat mal, wer gerade seine komplette Wand abgebaut hat. Im ME-Raum. Oh, schick. Mhm. Ich glaube, ja, zum Glück. Ja, ich habe nur ein bisschen vom Crafting Storage massakriert. Ja. Oh Mann, ey. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Nee, das geht nicht. Tja. So, das kommt hier wieder ran. Zack, zack. Da kann ich hier schon mal so. Der Crafting Storage muss immer ein Würfel sein, ne? Meinst du die CPU oder was? Ja. Kannst einen Würfel draus machen, musst aber nicht. Aber es muss immer gleichschenklich sein. Also, obwohl, ne, warte mal, du kannst auch 2x3 Blöcke machen, glaube ich. Okay. Du kannst sie auch einzeln setzen. Ja, das weiß ich. Bloß, aber ich meine, je mehr du eben zusammensetzt, desto höher hast du, desto mehr Leistung hast du eben, ne? Ja, genau das brauche ich nämlich. Ja.
weg. So, Tesseract. Oder wie ein Kumpel von mir mittlerweile immer sagt, wir brauchen einen Tesseract. Tesseract? Ja. Ich weiß nicht, woher der das hat. Aber jedes Mal sagt er Tesseract. Boah, ich muss doch gerade die Musik leise machen. Die ist gerade ein bisschen sehr laut. Ach Quatsch. So, 999 ist jetzt bei mir eine neue Frequenz. Send only. Und dann baue ich noch ein Cryostabilized Flux Duct. Energiekugel. Komm, das mache ich jetzt einfach mal hier hin. Das war Output. Hier ist Input. Nein. Ach, das. Ich habe schon gerade gedacht. Du kennst auch hier manchmal diese Mod-Entwickler und sowas, die hier manchmal rumlaufen, ne? Die was? Hier diese ganzen Mod-Entwickler und sowas. Ja. Hier sah gerade einer so aus, hab ich mir gedacht, ist das der Skin von Gronkh? Ey, das sah gerade 1:1 so aus. Aber Gronkh ist doch kein Mod-Entwickler. Ja, deswegen. Ja. Okay. Bei mir, die Kugel füllt sich. 11 Millionen, 13 Millionen, 15 Millionen, 16 Millionen, 17. Ja, die Kugel füllt sich gut. Was gespannt, fasst die insgesamt? 2 Trilliarden. Trilliarden? Ja. Alter, da kannst du noch ein bisschen lange laden. Ja. Würde ich sagen, ne? Aber ich glaube, das ist es auch wert. Da hast du aber erstmal genug Energie, würde ich sagen, ne? Ja. Ich glaube, den kann ich einmal voll machen, dann brauche ich die erstmal nicht mehr. Jo. So. Ich brauche jetzt das lädt jetzt. Sehr schön. Dann kann ich ja jetzt hier weitermachen mit Le Mob Farm Extended. Und das Quite Clear Glass brauche ich. Einmal zu Le Eingang. Ach, nee, jedes Mal verkehrt rum. Ah, ich glaube, ich mache dann auch einen 5x5 Fallschacht, wo die reinfallen. Ich hab die Taschen voll. Ich hab die Taschen voll. Ich hab die Taschen voll. Ja. Ab sofort könnt ihr euch den Gang ins Theater oder in die Oper sparen. Ihr müsst einfach nur unsere Videos schauen. Ja, genau. Wieder durchfüllen die Opernhäuser. 10.000 Klagen wegen Körperverletzung. Ja. So, hier baue ich das Ganze dann mal auf nach dem Thema ich baue es auf, Klaus kann es schön machen. Ah, hast du jetzt eigentlich schon mal einen von den Livestreams von Tobi mitbekommen hier? Expert-Mode? Nee, leider nicht. Ich hab dann wirklich immer keine Zeit. Ich würde so gern mal reingucken oder auch vielleicht mal mitmachen. Einfach mal, also ja, gut, ja, was heißt mitmachen, ne? Ja, so ein bisschen. Halt interaktiv dabei sein. Aber ich krieg's einfach von der Arbeit her nicht gebacken. Jedes Mal, wenn er da streamt, dann habe ich entweder Frühschicht, wo ich eben früh ins Bett muss, oder eben Nachtschicht, wo ich dann gar nicht da bin. Ne? Oder Spätschicht, wo ich dann überhaupt gar nicht da bin. Ja, am Freitag ist ja der nächste Stream. Schaffst du es da, oder? Freitag? Hm? Müsste ich wirklich gucken. Muss ich halt auch noch mit meiner Regierung absprechen, ne, ist klar. Ja, ja. Aber du meinst, dass ich mich heute erschrocken hatte? Schau nur so ein bisschen auf Facebook rum, sehe nur WDR was gepostet. Was? Die Merkel ist bei uns um die Ecke? Ich habe mir gedacht, okay, Zeit umzuziehen. So, das war das. Kann ich mal bei dir den Bildersound ausleihen? Ja, natürlich. Du bist bei dir Reaktor. Ne? Ich hoffe, es spoilert jetzt. Da ist er. Oh, danke.
Die Firma dankt. Jo. Gut, dann. Ja, falsche Mobfarm. 54 Millionen RF? Können wir mal machen. nee, das wollte ich doch nicht. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist alles sehr schön. Und die Mobfarm sieht auch noch gut aus. Habe ich denn schon erzählt, dass ich bald wieder in Urlaub fahre? Nee, hast du nicht. Ja, ich fahre, oder gesagt, flieg am 12. April wieder los. Ah, okay. Wo geht's hin? Wieder ins Praktikum. Wieder ins Praktikum? Ja, so gesehen, ja. Ich fliege nach Teneriffa. Och ja, schon wieder. Ja, diesmal aber wirklich Urlaub. Ach so, okay. Pass bloß auf, dass sich die Bettläuse nicht mehr beißen, ne? Boah, ich hoffe echt, dass ich den Vermieter wiedersehe. Boah, da muss ich mich aber dann mal richtig zusammenreißen. Weil das geht ja echt nicht. Dann hofft er nicht, dass du ihn siehst. Mhm. Aber das geht ja auch echt nicht klar, ne? Nee. 2 Monate in einer verseuchten Bude lebt. Ja. Und dann auch noch eine Krankheit nach Deutschland so gesehen wieder reingeschleust. Ja. Finde ich aber echt krass, ich wusste gar nicht, dass die Krätze in Deutschland ausgerottet war. Ja, siehst du mal, ne? Mhm. Wie gut, dass ich sie wieder eingeführt habe, ne? Ja, so schön. Ja, habe ich gut gemacht. Mhm. Ich habe jetzt auch mittlerweile schon einen Ausbildungsplatz. Okay. Hm. Programmierer bei der Deutschen Bahn. Oh, das ist doch nicht schlecht. Hm. Kann sich doch mal sehen lassen. Ja. Bin halt nur unter einer Bedingung angenommen worden, dass ich mir jetzt in der Zeit, wo ich zu Hause bin, dass ich mich da schon mal einlese in C++. Ja, gut, aber ich denke, für dich wird es das kleinste Problem sein, oder? Ja. Das Geile war, ich sag nur, ist kein Problem. Was machen die? Gut. Hier haben sie einen Zettel, gehen sie bitte in den Raum, bla bla bla. Ich denke nur, was ist jetzt los? Ich gehe da hin, gebe die mir ein Buch über C++. Da habe ich nicht schlecht geschaut. Okay. Bei 13 Minuten sind wir. Ich habe einen ganz kleinen Erfolg so gesehen, zu verzeichnen im Bereich Let's Play. Okay. Ich habe so gesehen, ein Projekt vor Gong fertig. Da wäre? Deponia. Ah, cool. Mhm. Weil den. Das Spiel hat er noch nicht fertig gemacht. Das spielte ja im Live-LP. Aha. Ja. Der ist kurz vor dem Ende, hat aufgehört. Ja, super. Und ich hab's letzte Woche. Sag mal schnell. Durchgespielt. Ja, schick. Mhm. Aber ich sag dir mal ganz ehrlich hier. Da wird wieder ein Teil kommen. Gehe ich ganz schwer von aus. Okay. Also. Sorry, das ist jetzt einfach nur dieses Ende, war einfach nur Deponia 3, Ende nur ein bisschen anders aufgebaut. Und beim ersten wurde schon rumgeschrien, das kann nicht das Ende sein. So, da kommen CPUs hin, da Autocrafting würde ich sagen. Ich brauche noch ein bisschen Stone, Energiekugel. Boah, erinnere mich auch bitte irgendwann mal, dass ich hier die Wizard Farm mal eigentlich fertig baue. Doch. Ich, ja? Soll ich daran erinnern, dass du die Wizard Farm fertig baust? Ja, du hast es gesagt, oder? Ich bin gerade nur überlegen, ob ich bei dir vorbeikommen soll und die alle verpassen. Dann? Willst du wieder keiner gewesen sein, ne? Mhm. Ja, klar. Ja, genauso wie damals keiner gewesen sein will, dass bei dir das Lager halt auch gebaut wurde. Das Reaktorgebäude. Ja. Da frage ich mich aber immer noch, wer das war. Hm, ich mich auch. Klingt so motiviert. Ja, natürlich.
Ja, ich bin bloß am Überlegen, ob mir hier der Platz ausreichen wird. Mir da vorgestellt habe. Was ich ja momentan noch am Überlegen bin, wegen einem neuen Projekt, was ich dann nach den Depotenteilen machen soll. Da habe ich mir schon was rausgesucht, aber ich werde schon sehen, das wird in einem Rage Quit enden. Okay. Und zwar habe ich mir überlegt, das ist ein freies Spiel. Das nennt sich I Wanna Be the Boshi. Also dieses Spiel wurde wirklich reingeboren, um die Spieler zum Flame zu kriegen. So, wie lange machst du denn eigentlich deine Folge? Ich bin jetzt bei 15 Minuten. Ah, okay, gut. 5 Minuten mache ich noch. Ja, gut. Gut. Ja, ist ja gut. Ich glaube, ich werde auch direkt sofort einer noch dran machen. Ich werde jetzt hier die Farm fertig kriegen. Das wird nur noch bei dir ungefähr hinpassen. Zu Je nachdem mache ich dann aber auch nur eine 15-Minuten-Folge. Was? Wahrscheinlich mache ich die nächste Folge dann nur noch 15 Minuten, dass wir dazu dann perfekt abgehen kannst. Hier, du. Mir ist es wurscht, ich nehme ja im Moment eh nicht auf. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja. Also nur zur Info, das Video gerade nicht auf. Richtig? Wie ist mir eine Eumel? Weißt du, woran mich bisher diese Mobpfanne Anführungszeichen erinnert? Mopfanne? Ja, Mobpfanne, ganz genau. Ich habe Mopfanne verstanden. Ich weiß auch nicht warum. Ja, hier werden die Mobster wortwörtlich in die Pfanne gehauen. Ja. Badumtsch. Nee, das erinnert mich gerade richtig dick hier an so einen Block von Factorization. Ich glaube, das war Okay. die Batteriebox oder sowas. Hat eigentlich aus dem Mod geworden? Existiert er noch oder? Factorization? Hm? Keine Ahnung. Weil jetzt ist ja kaum ein Modpack mehr. Das, das. So, hätten wir das schon mal. Wo habe ich denn jetzt mein ganzes Zeug hin? Dann hier. Die mal mit. Okay. Ah, okay, dann einmal. Zack, zack, zack. Dann mache ich jetzt noch das Gebäude fertig. Und Ich habe dann. ein Schaf von mir im Reaktorhaus. Das sagt von Sicherheit. Definitiv, ja. Das ist perfekt. Bauen eine Monsterfarm und die Monster spawnen außerhalb. Also keine Sorge, jetzt sind noch nicht hier die Monster für von den Spawnern, ne? Die noch nicht. So, jetzt versuche ich mal meine erste Festplatte. Eine feste Platte. Ja, kommt, das ist doch easy. Gut. Alles klar. Dann Fallloch ist fertig. Dann baue ich in der nächsten Folge die Technik und so weiter auf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da, einen Kommentar und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao.